Hey, ich bin's Fabian und wenn ihr mich von YouTube kennt, dann sicherlich durch meine vielen Technikvideos, die ich in den vergangenen 5 Jahren auf diesem Kanal erstellt habe. Und ich nehme es direkt vorweg, das ist jetzt wahrscheinlich vorbei. Ich werde euch in diesem Video also erzählen, wie es dazu kam, dass ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, was da so der Anlass war und weshalb ich dann immer weniger Freude daran gefunden habe und wie es eventuell auch alternativ dann auf diesem Kanal weitergehen wird. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zusehen. Dieses Video hier, das ist nicht aufwendig produziert. Das waren zugegebenermaßen auch die letzten Videos, die innerhalb des letzten Jahres auf diesem Kanal online gegangen sind, nicht. Das letzte Video habe ich auch mit dem Handy aufgenommen. Dieses hier wird jetzt auch mit dem Handy aufgenommen. Ich werde euch später noch erzählen, weshalb. Ich habe diesen Kanal hier damals 2018 erstellt. Da war ich selber noch 11 Jahre alt und das muss man sich einfach mal vorstellen, dass das inzwischen wirklich, wirklich lange her ist. Und ich war damals total begeistert von Technik, von den neuen iPhones, von den neuen MacBooks, von allem. Hab mir dann auch alles relativ schnell selber gekauft und war total begeistert, diese Videos auf diesem Kanal zu erstellen und andere YouTuber nachzueifern und das zu tun, was andere Technik-YouTuber in dem Bereich getan haben. Ich habe meine gesamte Kreativität in diese Technik-YouTube-Videos gesteckt und mindestens jede Woche ein Video hochgeladen. Das hat tatsächlich bis Mitte 2021 so angehalten, dass ich es geschafft habe, jede Woche ein Video hochzuladen. Und das von ja, Mitte 2018 bis eben Mitte 2021, bis vielleicht sogar Ende 2021. Also ich habe insgesamt über einen Zeitraum von über 3 Jahren auf diesem Kanal wöchentlich Videos hochgeladen. Und in diese Videos habe ich damals auch wirklich viel Zeit gesteckt. Also da haben wir schon von vielen, vielen, vielen Arbeitsstunden gesprochen, die in ein Video geflossen sind. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, oder erstmal nicht, aber dann mit der Zeit immer mehr, auch als ich mir immer mehr Equipment selber gekauft habe, dass mir die Videos eigentlich keine Freude bereiten, dass ich eigentlich total genervt davon bin, mich verpflichtet zu fühlen, jede Woche ein Video hochladen zu müssen. Zumal auch damals und auch jetzt da noch keine wirklich hohen Umsätze zu erwarten waren und auch es keine großen Umsätze gab. Also ich habe mit dem Kanal keine Tausende von Euros verdient, das auf jeden Fall nicht. Es gab natürlich mal Kooperationsanfragen und da hat man dann auch einen Sachgegenwert erhalten und manchmal auch ganz minimale Beträge. Aber da hat sich nie irgendwas im dreistelligen oder vierstelligen Bereich pro Kooperation ereignet. Also das waren alles schon minimale Beträge und ich sag mal, ich habe den Kanal nie wegen des Geldes betrieben, zumal ich ja auch sehr, sehr viel Geld dann in das Equipment gesteckt habe. Das waren am Ende über 10.000 Euro, die ich alleine in YouTube-Equipment investiert hatte. Und gleichzeitig habe ich immer mehr gemerkt, dass mir diese Videos überhaupt keine Freude machen. Die Videos, die haben damals so 200 bis 1000 Aufrufe in der Regel erreicht. Einige sind natürlich weiter drüber gewesen. Also ich habe ja ein Video, das hat irgendwie 70.000 Aufrufe. Und es gibt dann auch mal Videos, die über 10.000 Aufrufe erreichen. Auch gar nicht mal so wenige Videos. Aber in der Regel haben die Videos alle so zwischen 200 und 1000 Aufrufen. Und da hat man natürlich auch schon eine gewisse Reichweite, mit der man durchaus interagieren kann. Und es sind auch wirklich Freundschaften entstanden durch dieses YouTube-Dasein, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber ich konnte mich immer weniger damit identifizieren, Technikvideos auf diesem Kanal mit höchstmöglicher Qualität hochzuladen. Und es ist mir eben dann einfach immer, immer schwerer gefallen, Videos zu erstellen, die nach einem bestimmten Skript verfahren und dementsprechend halt hochwertig produziert sind. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, was die zwei oder drei maßgeblichen Faktoren waren, die dafür gesorgt haben, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, diese Videos zu erstellen. Erstens waren das die Themen. Im Endeffekt hat es mich wirklich überhaupt nicht interessiert, wie hoch aufgelöst ein Display ist, zumindest nicht in Daten oder wie gut welche Lautsprecher klingen. Das war mir am Ende einfach irgendwie alles zumindest insofern egal, als ich mich nicht oder als ich es nicht als notwendig angesehen habe, selbst Videos für ein öffentliches Publikum zu erstellen, das darstellt, wie gut welches technische Produkt war. Wenn ich mich selber dafür überhaupt nicht interessiere.
Wenn ich einfach nur will, dass es funktioniert. Also ich kaufe mir natürlich, oder was heißt natürlich, ich kaufe mir halt jedes Jahr das neueste iPhone und relativ häufig neue MacBooks, iPads, Apple Watches. Also ich finde das schon alles interessant und möchte auch nicht darauf verzichten, mir das jedes Jahr neu zu kaufen. Aber ich würde schon sagen, dass mein Interesse in Technikprodukte, zumindest so was diese Datenebene und Spezifikationsebene angeht, dass sich das schon zurückgebildet hat über die letzten Jahre. Und auf der anderen Seite hatte ich auch echt keine Lust mehr, Videoaufnahmen zu erstellen. So blöd das jetzt klingt, aber ich hatte überhaupt keine Lust, mit dem Stativ da zu stehen und immer irgendwelche langweiligen Aufnahmen zu machen. Es gab eben immer irgendwelche Probleme, die dann dabei aufgetreten sind, die mich in den Wahnsinn getrieben haben. Dann war die SD-Karte voll, dann war der Akku leer, dann war das Mikrofon nicht eingeschaltet, dann stimmte der Fokus nicht, dann war mein externer Monitor leer und je mehr Equipment ich eben gekauft hatte, desto schlimmer wurde das. Und deswegen bin ich jetzt auch für die letzten beiden Videos einfach dazu übergegangen, auch wenn ich deutlich teureres Equipment habe, mit dem ich theoretisch diese Videos hätte filmen können, auf das iPhone umzusteigen und mit dem iPhone die Videos zu filmen, so wie das jetzt auch. Das iPhone steht hier vor mir auf einem Stativ und das war's. Da ist keine Softbox an, ich habe einfach das Deckenlicht an, weil ich gemerkt habe, dass diese Qualitätsebene einfach nicht dem entspricht, wofür ich bereit bin, meine Zeit da rein zu investieren. Mir ist der Inhalt viel wichtiger. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Ich habe den Wunsch, Lehrer zu werden, schon relativ früh entwickelt. Ich würde sagen, da war ich so in der 7. Klasse. Das müsste so 2019 oder 2020 gewesen sein. Und dieser Wunsch, der hat sich dann eben immer weiter verfestigt. Ich habe konkrete Pläne entwickelt, wo ich studieren möchte, welche Fächer genau ich studieren möchte, für welche Schulform ich studieren möchte und bin inzwischen relativ sicher, Germanistik und Pädagogik auf Gymnasiallehramt, also Sekundarstufe 2, studieren zu wollen. Für mich ist es am einfachsten, in Bielefeld zu studieren, weil das eben meinem Zuhause am nächsten ist im Prinzip. Und deswegen habe ich da eigentlich relativ klare Vorstellungen. Und meine Interessen haben sich dann eben auch dahingehend weiterentwickelt, als ich mich wirklich stark für Germanistik und Pädagogik interessiere. Also das sind schon Fächer, mit denen ich mich viel auseinandersetze. Ich habe mich ganz, ganz viel mit dem Bildungssystem in den letzten Jahren beschäftigt und geschaut, was da so alles schiefläuft, was ich als angehender Lehrer im Prinzip da ändern wollen würde. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das auch gerne auf diesem Kanal teilen würde. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das gehen soll, ob ich Lernvideos erstelle zu bestimmten pädagogischen Theorien oder Meinungsvideos dazu, wie unser Bildungssystem abläuft. Was ich mir auch wirklich gut vorstellen könnte, wäre quasi Reaction-Videos auf andere Videos aus dem Bereich Dokumentation und so weiter eben zu erstellen und auf diesem Kanal hochzuladen. Ich habe damit begonnen, den Kanal umzubenennen. Erstmal in dieser Übergangsphase habe ich ihn einfach nach meinem vollständigen Namen benannt und aus meiner Fotografie-Selbstständigkeit, also ich bin ja als Fotograf selbstständig, habe ich dann das Logo übernommen, einfach um da irgendein Bild zu haben, das ich verwenden kann. Und das war dann halt mein Logo, weil ich das ja auch habe designen lassen und dafür ja auch eben Geld bezahlt habe. Und dann dachte ich, wenn man das an möglichst vielen Stellen verwenden kann, dann ist das schon mal nicht schlecht. Aber auch ehrlich gesagt, für Fotografie-Content habe ich auf diesem Kanal keine Nerven und keine Lust. Es interessiert mich schon selbst und ich beschäftige mich auch selbst gerne mit dem Thema und schaue mir auch selber Videos dazu an. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da gesellschaftlich etwas verändern kann, indem ich Videos zum Thema Fotografie veröffentliche. Oder dass ich da Anregungen setzen kann, dass ich irgendwie meine eigene Meinung zum Ausdruck bringen kann. Und ich finde, das kann ja über so einen YouTube-Kanal auch durchaus geschehen. Und ich glaube, dass das einfach mit anderen Videos, jetzt vielleicht nicht mit Lernvideos zu wie bilde ich den Konjunktiv 2, aber eventuell zu Meinungsvideos zum Schulsystem oder zum Sozialsystem, finde ich auch sehr interessant. Wie funktioniert unser Sozialstaat? Das sind alles so Dinge, die mich persönlich einfach stark interessieren, wo ich meine eigene Meinung zu habe und diese Meinung auch gerne im Austausch mit anderen, ja, in Anführungsstrichen präsentieren würde. Und
Deswegen wird es wahrscheinlich in den kommenden Videos auch um solche Themen gehen. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nichts Genaues dazu sagen, wohingehend diese Videos sich orientieren werden oder was da so die Kernbotschaft sein wird. Aber ich denke, dass diese Videos schon in Richtung Schulsystem insbesondere und natürlich auch pädagogische Maßnahmen und so weiter und so fort gehen werden. Ich muss ganz klar dazu sagen, ich habe noch nicht studiert und habe aktuell nur bei mir in der Schule im Leistungskurs in Pädagogik und Deutsch eben das Wissen, das ich daraus gewonnen habe und darüber hinaus eben das Wissen, das ich mir selber angeeignet habe. Aber ich bin eben, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar betonen, auch wenn ich das gerne wäre, kein studierter Pädagoge. Und dementsprechend werde ich schon probieren, so viel fachliche, wissenschaftliche Erkenntnisse, die ich selbst gewonnen habe, über die ich selbst verfüge, in diese Videos mit einzubeziehen. Aber ich bin mir auch sicher, dass da Personen, die 10 Semester Pädagogik studiert haben, sicherlich mehr fachliche Kompetenz haben oder über mehr fachliche Kompetenz verfügen, als das bei mir der Fall ist. Dennoch interessiere ich mich, wie gesagt, dafür und finde das einfach interessant, mich auch kritisch mit dem System Schule auseinanderzusetzen und zu hinterfragen, wie das System Schule aktuell funktioniert, was dort eventuell verbessert werden könnte oder auch müsste, um hier mal andere Modalverben zu verwenden, die vielleicht angemessener sind an der Stelle. Ja, also darum wird es dann wahrscheinlich auf diesem Kanal in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht Jahren gehen. Ich mache ungerne Prognosen so stark in die Zukunft, zumindest im Kontext dieses Kanals, weil ich das eh nicht einhalten können werde. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Art von Videos euch aus dem Bereich interessieren würde. Ich finde auch andere Dinge interessant, wie man nur unschwer erkennen kann, bin ich auch riesiger Autofan und mag Autos sehr, sehr gerne. Und könnte mir auch vorstellen, dass da in die Richtung vielleicht nochmal Videoideen kommen könnten und Videoprojekte umgesetzt werden könnten. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal wollte ich jetzt schauen, dass ich vielleicht irgendwelche kritischen Auseinandersetzungen mit unserem deutschen Bildungssystem auf diesem Kanal so als Grundthema nehme und schaue, was da meiner Meinung nach verbessert werden könnte. Ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, nicht nur darzustellen, was aktuell nicht gut läuft in solchen Videos, sondern eben auch aufzuzeigen, was aus meinem subjektiven Empfinden heraus Verbesserungsmöglichkeiten wäre. Ich hoffe natürlich wie immer, auch wenn ihr euch vielleicht ein etwas anderes Video erhofft hattet, keine Ahnung, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Like oder ein Abo freuen und vielleicht sehen wir uns dann bald auch schon wieder in einem meiner etwas anderen Videos wieder.